Hallihallo, Hallöchen, und weiter geht's hier in den Katakomben von Hogwarts. Und wir sind auf dem Weg, Ginny Weasley aus der Kammer des Schreckens zu retten. Da müssen wir erstmal mit den Feuerkrabben fertig werden. Okay. Ich finde schön, dass die Krabben mich auch wieder erholen. Aua. Zweimal getroffen. Okay, immerhin werden wir nicht angegriffen, während die Sequenzen spielen. Schon mal gut. Das war bei... weg. Bei Star Wars Empire at War. Aber anders. Force of Corruption. Ich erinnere mich genau. Und jetzt? Wir müssen weiter. Verstehe. Hui! Oh, keine Imps. Okay, ein Imp da rein. Mistvieh. Au, au! Ach, komm her. Ein Geheimraum. Aber was hat das ausgelöst? Machen wir gleich nochmal. Aber erstmal will ich hier alles mitnehmen. Okay, da oben gibt's nichts, oder? Hier unten war auch nichts. Okay. Dann nochmal Lumos. Und schnell weiter. Lumos hat doch hier gerade geglitzert. Oder? Oder? Wir müssen nochmal da runter. Vielleicht rede ich hier auch wieder Nonsens. Was sehr wahrscheinlich ist. Ja, hier ist auf jeden Fall kein geheimes Geheimversteck. Gut, aber irgendwo muss es ja sein. Hier glitzert auf jeden Fall was. Aha. Warum war die eigentlich gerade da unten in dem... in dem Sprungpad drin? Ich habe ich gebraucht. Ja, die ist nicht unbedingt... Aber man nimmt, was man kriegen kann. Hui! Abwärts, bitte. Ein Speicherbuch. Das kommt uns sehr gelegen. Hehe. Komm her. Oh. Hier war ja gar nichts drin. Wie unnötig und gemein. Sieht aus wie eine Falle. Werdet ihr da schon im Video gerade durchkriechen sollen? Werdet ihr behilflich sein? Oh, tut mir leid. Quasi Laserstrahlen. Hui! Schöne Geräusche. Ui, ui, ui. Okay, zwei weniger. Oh, da ist die letzte Karte, oder? Allerletzte Karte. Okay. Okay, müssen wir runterspringen.
machen wir nochmal ein Flipendo. Wir müssen beim Runterspringen, also. Entschuldigung, weg da, Schneckscher. So. Dann sind wir die auch alle losgeworden. So, beim Runterfahren müssen wir also rüberspringen. So, erstmal. Müssen wir das hier auslösen? Sonst fährt uns das Ding nämlich von der. Ja, viel besser. Da fehlt aber noch was, oder? So kommen wir nicht vorbei. Aber vielleicht, wenn wir schnell genug sind. Ah doch, von der anderen Seite kommen wir dann dran. Okay. Okay. Warum fliegen die eigentlich noch zu zweit? Noch eine. Die sind erstmal entsorgt. Ah, oder blockiert das sogar die Strahlen? Sieht so aus. Die erstmal wieder oben ist. Ja. Ja klar, wenn irgendwas die Strahlen blockiert. Dann löst die Brücke aus. Außer natürlich, wenn wir die Strahlen komplett blockieren, dann nicht, oder was? So. Oh, wir wurden sogar vollgeheilt. Wir haben den letzten Blitz. Wir haben alle Karten. Und die letzte bronzefarbene Bildkarte ist Wilfred Elphick. 1112 bis 1199. Erster Zauberer, der von einem afrikanischen Erumpen angegriffen wurde. Okay. Sieht sehr unschön aus. Erumpent. 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 Sieht auf jeden Fall sehr unschön aus. Trau dem Boden natürlich trotzdem nicht. Bei Schlangen. Flipendo! Okay, sind immer noch nicht in der Kammer. Ist aber keine Rutschpartie oder so, ne? Das. Nein! Ich muss rennen. Nein! Och nein! Aber mit verstellter Kamera wieder mal. Going. Gar kein Problem. Hier sollte eigentlich Feuer sein. Das buggt aber mal wieder. Ah, ne. Auf den Blickwinkel an, wenn man hier rausguckt. Mal reinguckt. Okay, verstehe. Immer noch nicht bei der Kammer. Ein Rambock. Stellen wir uns am besten gleich. Ah. Gibt es doch bestimmt irgendwas. Ja, natürlich gibt es ja was. Kommen wir da wieder hoch? Wahrscheinlich hier. Ein Geheimgang. Boah, ich dachte, hier gäbe es was richtig Krasses abzuholen.
Das kann es ja wohl nicht gewesen sein, oder? Nur wenn man runterfällt, mal wieder mit Numus hochkommt. Das glaube ich nicht. Gucken wir nochmal unten. Boah, ist das gemein. Okay, vielleicht hier hinter der Tür, die wir auframmen. Also nochmal Lumos abholen und dann wird eingerammt. Volle Fahrt voraus. Wurden wir gerade ernsthaft von der Ramme wurden erschlagen. Dreimal sogar. Ich auf die Großen nur zweimal, oder habe ich einmal nicht getroffen? Okay, nochmal. Aber wir dürfen schon draufstehen, wahrscheinlich nur nicht ganz vorne an der Tür. Jetzt mal hinten drauf. Hui. Okay, und jetzt können wir auch hin. Jawohl. Und nein, Lumos hat uns gar nichts mehr gebracht. Schade. Jetzt sind wir in der Kammer des Schreckens. Bestimmt wieder einen schönen Dialog. Au, 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 au. Was drüber springen? Wow. Ein Kessel. Wow. Kessel wäre noch ganz toll. Schöne Beschleunigung. Hoppala. Naja, passt. Wir haben ja genug Tränke. Speichern. Ginny, ich rette dich! Ginny! Oh, das geht ein bisschen Ginny, zu schnell. Das geht zu bitte schnell. Wach auf! Oh, der Kampf wird gleich lustig. Sie wird nicht aufwachen. Tom. Tom Riddle! Sie lebt noch. Gerade noch. Die kleine Ginny hat Monat für Monat in mein altes Tagebuch geschrieben und mir ihr Herz ausgeschüttet. Ich wurde stärker und stärker, bis ich mächtig genug war, um ihr ein wenig von meiner Seele einzuflößen. Was meinst du damit? Ginny Weasley hat die Kammer des Schreckens geöffnet. Genau wie ich vor langer Zeit. Noch bevor ich zu Lord Voldemort wurde. Nein! Doch, der bin ich, Harry. Ginny hat mir alles über dich erzählt. Ich fürchte, mit deinen jämmerlichen Zaubertricks kannst du dem größten Zaubermeister aller Zeiten nichts anhaben. Der größte Zauberer der Welt ist Albus Dumbledore. Dumbledore ist weg. Und nun werde ich dir eine Lektion erteilen. Messen wir die Kräfte von Tom Riddle, dem Erben von Slytherin, mit denen des berühmten Harry Potter. Fox! Das ist ein Phönix! Fox! Ein Schwert von Dumbledore. Er war ja zweifelsfrei zu feige, selber zu kommen. Naja, es wird dir auch nicht weiterhelfen, Potter! Aber das ist das Schwert von Godric Gryffindor! Sprich zu mir, Slytherin! Größter der vier von Hogwarts! Nicht angucken, du bist versteinert, Harry. Oh nein, die arme Schlange wird geblendet. Nein! Du kannst den Jungen immer noch riechen! Du kannst ihn immer noch töten! Töte ihn jetzt! Oh, fuck. Ah, okay. Oh. Puh, Tränke. Harry, Tränke. Oh, es geht auch ganz schön schnell hier.
Okay. Töte den Jungen! Bitte nicht. Leute. Ih, was ist das denn? Er hat drauf geschossen, hä? Was soll ich denn noch machen? Der hat kaum Schaden gemacht. Jetzt! Ih, was ist das denn für Rotze? Jetzt, Harry! Boah! Warum kann das Viech ausweichen? Harry, trink deinen Trank! Okay, der Bosskampf. Muss man mal sagen, ich finde, die haben die Bosskämpfe immer nicht so schön gemacht bei Harry Potter. Ich finde, die hat man irgendwie schöner gestalten können. Aber gut. So viele Kämpfereien waren das ja jetzt auch im Film gar nicht. Komm her! Das letzte bisschen kriegen wir jetzt auch noch hin. Sag mal, wie oft weichen der denn noch aus? Boom! Junge! Umgucken. Jetzt! Immer wenn er schreit, verstehe. Geht's noch weiter oder ist er tot? Tot. Sehr schön. Lauf, Harry! Das Buch wird auch noch gleich mit zerstört. Also der Trompetensprecher ist überzeugend. Harry, aber ich schwöre, ich wollte es nicht. Riddle hat mich es dazu gebracht. Es ist alles gut. Riddle ist erledigt. Komm, Ginny, verschwinden wir von hier. Hallo, Harry. Professor Dumbledore. Ich dachte, Sie wären beurlaubt. Lucius Malfoy hat allen Schulräten angedroht, sie zu verfluchen, wenn sie mich nicht entlassen. Aber sie haben sich nicht von ihm einschüchtern lassen. Jetzt, wo der Erbe verschwunden ist und der Basilisk zerstört wurde, glauben sie auch, dass Hagrid unschuldig ist. Er wird schon bald wieder in seiner Hütte sein. Was ist mit Lucius Malfoy? Wird er weiterhin Ärger machen? Das bezweifle ich. Er war es wohl, der Ginny das Tagebuch untergejubelt hat. Wenn er noch einmal so etwas versucht, kann er damit rechnen, dass er das Zaubereiministerium am Hals hat. Und Professor Lockhart? Ich befürchte, er hat sein Gedächtnis verloren. Oh nein! Worüber will er denn jetzt bloß nachdenken, wenn er nicht mehr über sich selber nachdenken kann? Aber setzen Sie bloß nicht Professor Snape für ihn ein! Er ist einfach zu... gut als Zaubertranklehrer.
Ihr habt alle Großartiges geleistet. Das war sicherlich eine schreckliche Erfahrung. Allerdings, ich hätte nie gedacht, dass ich einmal so viel Zeit in einer Mädchentoilette verbringen würde. Versteinert zu sein ist wirklich grauenhaft, aber ich habe eine Menge dabei gelernt. Ich werde all meine Erfahrungen aufschreiben. Vielleicht bekomme ich dafür eine gute Note. Wenn man Freunde hat, die einem helfen, schafft man einfach alles, so schrecklich es auch sein mag. Obwohl, eine Sache hätte ich beinahe trotzdem nicht überlebt. Als Goll rumzulaufen, war wirklich nah an der Schmerzgrenze. Unten findet eine Feier für euch statt. Auf was sollen wir als erstes anstoßen? Auf Freundschaft, Loyalität und Mut. Aber vor allem auf die Freundschaft. Den Rest des Schuljahrs strahlte die Sonne vom Himmel herab. In Hogwarts war wieder Normalität eingekehrt. Bis auf ein paar kleine Unterschiede. Der Unterricht in Verteidigung gegen die dunklen Künste wurde gestrichen und Lucius Malfoy wurde aus dem Schulbeirat entlassen. Draco führte sich nicht mehr länger so auf, als gehöre ihm die ganze Schule. Er sah jedoch sehr verärgert und beleidigt aus. Ginny Weasley erholte sich schnell wieder von der ganzen Geschichte. Das ist unser letzter Tag in Hogwarts. Das Einzige, was jetzt noch ansteht, ist die Hauspunkteauswertung in der großen Halle. Wenn du noch irgendetwas anstellen möchtest, solltest du das besser tun, bevor du zur Hauspunkteauswertung gehst. Moment. Oh. Können wir jetzt erstmal die Tränke? Brauchen wir eh nicht mehr. Ja, wir sind noch vorne. Dann können wir auch zur Hauspunkteauswertung gehen. Ja. Ich finde, die Story war jetzt eigentlich ganz gut rübergebracht. Also für so ein Spiel, das für Kinder ausgelegt ist. Nicht so kurz und knapp wie im ersten. Wir haben gar nicht so viel gehandelt. Ich glaube, wir haben einfach zu viele Karten gefunden. Obwohl uns noch silberne Karten fehlen, die müssen wir natürlich noch... Wir sollen nicht in die große Halle, wenn wir noch Sachen anstellen wollen. Bevor ich, dass das Spiel dann zu Ende ist, wir dann vielleicht doch nicht mal weitermachen können. Deswegen werden wir jetzt die Geheimnisse von Hogwarts ergründen. Wir können alle Zauber. Wir haben 11 von 12 gefunden. In den Kerkern fehlt bestimmt noch was. Da geht es zu den Kerkern. Gucken wir uns erstmal die Kerker. Na, da haben wir schon was. Nur Bohnen. Wir haben noch nicht alle, ne? Ne, 6 Silberne fehlen uns noch. Quidditch haben wir auch noch nicht gespielt. Bitte wieder runter. Und ja, also Lucius Malfoy hat ja das Ginny das Buch zugesteckt. Und im Film, ich weiß nicht, wie es im Buch ist, aber im Film sagt er, ja, du kannst nichts beweisen. Was ja auch irgendwie logischer klingt. Als hier so, ja, wenn er das nochmal versucht, ja, also wenn er nochmal einen Horcrux von Voldemort einer Schülerin zusteckt, die dann fast gestorben ist und wo generell mehrere Schüler fast draufgegangen sind, ja, dann kriegt er aber auf die Finger geklopft, also. Das ist schon so, nein. Ich glaube, wenn das rausgekommen wäre und beweisbar rauskommen wäre, wäre er einfach in Azkaban gelandet. Okay, wir kommen nicht in den Slytherin-Gemeinschaftsraum. Wir suchen jetzt nochmal alles ab, ob wir auch wirklich alles gefunden haben. Immerhin fehlt uns ja noch ein geheimer Geheimraum. Da sind wir hergekommen. Hier kommen wir ins Klassenzimmer. Hallo, nee. Lust ein wenig mit mir zu handeln? Bleibt mir weg mit eurem... Was ist denn ein Teppich? Ich bin im Klassenzimmer für Zaubertränke. Blubberwurm. Ich sollte mich besser vor Snape in Acht nehmen. Ja, passiert ja nichts. Hier schon mal alles gemacht, ne? Ja, hier hatten wir eigentlich alles gefunden. Da geht's drüben ins Regal. Und einen Teppich zum Springen gab es da meines Wissens nicht. Können wir mal gucken. Hallo, Professor Snape. Jo, gab's nicht. Hallo, Lust ein wenig mit mir zu handeln? Die klingen immer so aufreizend, aber nein, möchte ich trotzdem nicht. Hallöchen, schöner Mann. Da hinten waren wir auch schon. Genau.
mehr gab's da nicht. Hier ist zu, war nur für die Story. Und hier müsste dann auch zu sein. Ja. Damit ist der Kerker abgesucht, den können wir abhaken. Dann müssen wir als nächstes noch in der großen Halle. Ja, wird nichts geben. Ich glaube, wir können danach schon noch weitermachen. Bin mir halt nicht sicher. Wäre echt doof, wenn wir nicht weitermachen könnten. Duelle fehlen uns natürlich auch noch ein paar. Und das hier ist wirklich sehr verdächtig. Draußen. Draußen fehlt uns auf jeden Fall noch was. Wo es natürlich so wieder neue Geheimnisse gibt. 5 von 8 haben wir nur. Und ich will jetzt wirklich mal wissen, wo das hier hinführt. Und ich wette, da ist ein Raum, den wir mit einem... Hast du Lust auf einen Hand? Was verkaufst du denn? Ich habe eine silberne Bildkarte. Sie färbt garantiert nicht ab. Ja, haben wir doch ein paar übersehen noch, eh? Wahrscheinlich noch 4 Stück finden können. Ich kaufe natürlich alle. Ah, Moment. Glaube ich, weiß. Ja. Wir kaufen jetzt alles, bloß wir finden nur noch Boden, wenn wir jetzt einen Geheimraum finden. Dort, wir hätten die wahrscheinlich noch finden können. Wir wissen dein Vertrauen zu schätzen. Ich habe momentan nichts zu verkaufen. Komm später nochmal vorbei, dann ist mein Lager sicher wieder voll. Wir hätten die wahrscheinlich alle noch finden können. Gelände von Hogwarts. Gut, andererseits müssen wir jetzt nicht mehr jeden einzelnen Raum finden. Weil wir haben jetzt alle Bildkarten. Und dann können wir in den Raum gehen, was ja eigentlich spannender ist. Die letzten 4 kann ich vorlesen. Und die sind alles Quidditch-Karten. Vielleicht hätte man die doch nur so gekriegt. Cyprian Judel, 1312 bis 1357, erster Quidditch-Schiedsrichter, der während eines Spiels durch einen Fluch zu Tode gekommen ist. Es konnte nie ermittelt werden, wer der Urheber des Fluches war. Gwenog Jones, geboren 1968, Kapitänin der einzigen nationalen Quidditch-Frauenmannschaft. Okay. Dunbar Oglethorpe, geboren 1968, Vorsitzender von Quabble, Quidditch Union für die Administration und Besserung der britischen Liga und ihrer Ereignisse. Okay. Und dann haben wir noch Joskeldind Wetcock. Wetcock, okay. Geboren 1911, Jäger beim Quidditch-Team Eintracht Pfützensee. Erzielte in diesem Jahrhundert die meisten Tore in einem Spiel. 1931 im Spiel gegen die flammenden Fledermäuse. Ja, dann würde ich doch sagen, wir begeben uns. Halt, Moment, da gab's doch was, ne? Wo ist der? Irgendwo hier steht. Hey, Harry, Lust auf ein Geschäft? Ja, Quidditch-Ausrüstung. Wir haben die besten Preise in ganz Hogwarts. Quidditch-Ausrüstung brauche ich tatsächlich noch. Wie wäre es mit einem kleinen Handel, Harry? Was verkaufst du denn? Ich habe Flubberwurmschleim von allerbester Qualität. Nee, danke, lass mal. Du hast das Geschäft deines Lebens verpasst, aber du musst es ja wissen. Wäre schön, wenn man vorher sieht, was die verkaufen. Goldene Bildkarten fehlen auf jeden Fall noch. Aber ich nehme an, die bekommen wir nur durch. Das ist das Gewächshaus. Es ist immer so warm hier drin. Hier waren wir doch schon. Ich hatte hier doch irgendwo mal einen Wasserspeier gefunden. Irgendwo hatte ich hier mal einen Wasserspeier gefunden. Oder hier unten? Ja. So, und jetzt kommen wir da nämlich auch hin. Nicht? Oh Mann. Irgendwie müssen wir hier reinkommen. Das gibt's doch nicht. Leute, ich hab's doch gerade gesehen. Ich
Gab's doch gerade. Da gab's ein Jump Pad, ne? Genau, ja. Ich weiß auch, wo wir hinkommen. Oh ja. Uns fehlen 3 Stück noch hier draußen. Uff. Drei Stück ist schon hart. Genau. War das nicht hier? Ja. Ach. Hätte ich letztes Mal schon auslösen können, aber ich hätte nicht hochspringen können. Verstehe. Ja, hier wäre 100 pro eine Bildkarte drin gewesen. Die haben wir es halt schon kaufen können, weil das Spiel quasi fast zu Ende ist. Hier ist die Eingangshalle. Die hätten wir 100 pro bekommen. Wir brauchen es gar nicht mehr groß suchen. Wäre ganz interessant zu wissen, wo die Verstecke sind. Aber, komm, geschenkt. Wenn wir keine Bildkarten mehr finden, wofür sollen wir es noch machen? Die habe ich jetzt leider schon gekauft. Sonst hätten wir hier noch suchen können. Aber naja. Hinterher ist man immer schlauer. Und ich würde sagen, den letzten Rest packen wir dann in die nächste Folge, in die nächste und letzte Folge. Macht's gut, bis dahin. Ciao.